Hören Sie das? Sagen Sie es Wladimir Putin, der jeden Tag 400.000 Menschen umbringt. 400.000, meine Damen und Herren, hat Wladimir Putin auf dem Schlachtfeld gelassen. Es ist ihm völlig egal, ob es seine eigenen Leute sind. Das ist die Realität. Und da wundert sich noch jemand, dass die Frau Strack-Zimmermann bei ihrer Rede in Ravensburg so empört und emotional aufgeladen war. Bei dieser Horrorbotschaft, 400.000 Tote pro Tag. Also wenn das wirklich stimmen würde, Frau Strack-Zimmermann, dann dürfte die Ukraine ja gar nicht mehr existieren, oder? Das Allergeilste ist ja, wenn man diese Aussage von der Strack-Zimmermann mit dieser Aussage von dem Herrn Zelensky gegenüberstellt. Diese Todeszahl insgesamt von 31.000 Menschen in der Ukraine ist schon ein bisschen länger her, die News, aber dürften jetzt nicht allzu viel mehr sein, wenn man diese Rechnung eben weiterrechnet. Von Herrn Zelensky. Also Frau Strack-Zimmermann, entweder Sie reden mit Ihrem Kollegen nicht, obwohl Sie die Ukraine ja quasi als Ihre Heimat sehen mittlerweile, oder irgendetwas anderes stimmt hier nicht. Also beide Zahlen passen irgendwie überhaupt nicht zusammen und einer von Ihnen lügt. Wer ist das wohl? Ich wage mich mal aus dem Fenster und behaupte, beide, wo sind eigentlich hier die Faktenchecker? Frage für den Freund.